mit seinen Ex-Freunden ärgern. Also wenn ihr Busfahrer seid, Straßenbahnfahrer seid, ne, dann vielleicht sogar noch ein Scania zufällig fahren, ne, oder ein VDL. Hat mal ein Kollege von mir gemacht. So, eure Ex-Freundin vorm Haus. Hat mal ein Kollege von mir gemacht am Zoologischen Garten. Ja. Quasi, wenn du zur Herzallee fährst. Ja. Fährst ja unten durch den Tunnel durch. Ich weiß nicht, ob du die Strecke so ein bisschen kennst, durch das X10 Addon oder so. Ja, und so ein bisschen. Da liegen im Sommer gerne mal so ein paar Obdachlose. Ja. Und wenn du dann nachts um zwei langballerst. Oh, das ist gemein. Oh, das ist gemein, ja. Das ist asozial. Das macht kein Deutscher. Ist doch so. Eigentlich zumindest. Was ich gut finde, da müssen wir mal vielleicht mal drüber sprechen, das ist gar nicht mal so uninteressant. Was ich gut finde, was die Bugestra im Winter macht, gerade an kalten Tagen, wenn es wirklich richtig kalt draußen ist, die öffnen ihre U-Bahn-Station, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist nicht jede, aber die öffnen teilweise ihre U-Bahn-Station nachts für die Obdachlosen, damit die einen warmen Platz haben. Das ist auch eine richtig, richtig, richtig coole Aktion von einem Verkehrsbetrieb, sowas auch zu machen, ne? Ja, ja. Aber so ist ja nicht nur die Bugestra. Also. Nee, ich glaube schon, dass das auch andere machen. Aber ich weiß definitiv, dass die Bugestra es jetzt, oder ich weiß nicht, ob sie es schon immer gemacht haben, aber auf jeden Fall, dass sie es jetzt auf jeden Fall gemacht haben. Und dass da auch Personal abgestellt ist extra für. Und finde ich eine richtig klasse Aktion. Und wenn so sozial die anderen, alle Menschen wären und alle Firmen wären, das wäre schon einen deutlichen Schritt weiter in dieser Welt. Ja. Ja, finde ich eine super Aktion, auf jeden Fall. Hast du die Reportage Wallraff gesehen mit den Pflegern da? Nein, ich habe aber viel in der Vorschau gesehen, also. Was sie mit dem Behindertenpfleger haben, meinst du? Ja. Ich war, bin glaub ich, ja bei Stern wirklich... TV, oder? Was? War, glaube ich, bei Stern TV, oder? Ich weiß nicht, ob das danach bei Stern TV war. Ich habe es nur bei Wallraff jetzt gesehen, bei Team Wallraff. Also, ich bin ja wirklich nicht... nah am Wasser gebaut, ne? Aber Das ist echt so ein derart asoziales, bepisstes Verhalten, ja, von solchen Drecksäcken. Alter, da ist mir wirklich alles hochgekommen an dem Tag, ja, und diese 21-jährige Lisa hieß sie ja, das war ja ein Fake-Name, glaube ich, war ja gar nicht ihr richtiger Name, die wurde da von denen schikaniert, die haben ja eine Stolperfalle extra gestellt. Alter, wie asozial ist das, mit behinderten Menschen heutzutage noch so umzugehen? Und dann wundern die sich, diese Drecksäcke, dass man ja da öffentlich dann bloßgestellt wird, ja? Was erfahren die? Da sagt der, ja, er liebt, er hatte wirklich dazu gesagt, dass er ja eigentlich mit behinderten Menschen gerne arbeitet, ja? Ja, aber gerne arbeiten, da kann ich doch nicht sowas machen, oder? Ja, extra Stolperfalle, also der weiß bewusst, weiß der, dass die nicht richtig sehen kann, und der stellt ihr so eine Stolperfalle dann, ja, oder redet so richtig pervers, und dann setzt sich diese fette, hässliche Schabracke auch noch auf das Mädchen drauf, ne? Alter, da ist mir alles, wirklich alles hochgekommen, ja. Ich wäre am liebsten dahin gefahren und hätte erstmal eine richtig gegeben. Alter, wie kann man... Also ich bin Stadthafen im Übrigen, ne? Ich auch gerade angekommen. Okay. Ja, ich warte auf Grün und dann fahre ich ab. Ich habe im Übrigen die 380, glaube ich, neben mir. Ja. Was, neben dir? Ja, steht neben mir direkt. Stehen beide an der Ampel. Nö. Ja, und also, echt, ey, wie kann man als Mensch einen anderen Menschen so, ja... Das ist ja nicht nur verletzend, der muss sich... Die kann sich ja noch nicht mal wehren, wenn die sich ja noch wenigstens wehren können. Die kann sich ja gar nicht wehren. Alter, ich fand dieses Bar so widerlich, ne? Boah, ich hoffe, dass wirklich die Leute, die Pfleger sind und die sowas machen, dass die jetzt alle mal endlich aufgedeckt werden und dass alle mal einfach mal ihren Job verlieren. Das wünsche ich jeden Pfleger, der so mit Leuten umgeht. Jeden. Sorry, dass das etwas ausgeartet ist. Ja, ist kein Problem. Ich hab das so aufgeregt, ne? Dieses Drecksverhalten von diesen Leuten, ne? Ja. Da verliert man echt den Glauben am Menschen, aber wirklich, vom Allergemeinsten. Also ich arbeite ja selber in der Pflege, ja? Ja. Und ich bin ehrlich, ich
mir platzt auch manchmal der Kragen, ja. Also nicht Kragenplatzen, indem ich so mega ausraste oder so oder richtig den Menschen bewusst verletze oder so. Ja. Aber so manchmal verliert man doch die Geduld, ja. Also ja. Ich glaube, das ist auch ganz menschlich, da dafür kann keiner was oder da ist auch keiner irgendwie böse, ja, oder so. Das war solange man ja weiß, man hat irgendwie, mir kommt gerade die Ware über den Kopf. Ja, mir auch kam es. Solange man weiß, man hat was Falsches gemacht und man hat nichts Falsches gemacht, was den Menschen jetzt an sich gefährden kann oder so. Ja? Ja. Man ist vielleicht nur ein bisschen laut geworden oder so und geht vielleicht hinterher hin und sagt so, sorry, das war vielleicht gerade ein bisschen laut oder so, aber hat halt einen anstrengenden Tag oder so. Ja. Ja. Sind wir mal ehrlich, die Pfleger stehen alle unter Druck und ich weiß auch, dass zum Beispiel gerade in der Pflege ja sehr viel Fachpersonal auch fehlt und dass die alle unterbesetzt sind. Oder viele Häuser auch unterbesetzt sind, nicht alle. Mhm. Und natürlich kann auch einmal ein der Kragen platzen, ne? Das ist einfach stinknormal. Das passiert mir, das passiert mir auch nicht in der Pflege. Ich arbeite ja nicht in der Pflege, ich arbeite in der Arbeitssicherheit. Aber das ist doch... Ja, das... Aber solange das, man am Ende einsieht, echt, hey, ich habe vielleicht doch ein bisschen überreagiert, gehst vielleicht nachher hin und sagst, hey, ne, sorry, ne, war nicht so gemeint und Entschuldigung dafür, ne? Ist ja alles, dann, der das ja auch akzeptiert und einsieht, dann ist doch ja auch alles in Ordnung, ne? Mhm. Aber Absicht, das war ja wirklich boshaftig, also das war ja wirklich mit purer Absicht gewesen, was er da gemacht hat. Alter, da fällt mir nichts mehr zu ein, zu so einem Dreckspack, nichts mehr. Also solch ein Dreckspack, ja, das muss den Job verlieren. Das muss den Job verlieren. Alter, die Leute sind doch überhaupt nicht fähig dazu für diesen Job. Na, nicht nur den Job, auch die Lizenz dazu. Ich würde sogar sagen, dass da noch deutlich mehr kommen müsste. Also, vielleicht nicht Gefängnis, aber eine fette Geldstrafe oder irgendwie sowas. Ach, Geldstrafe. Also, Geldstrafe ist für mich immer so eine Art Freikaufen, ja. Also, das ist keine Strafe für mich, ja. Also, wenn du Geld hast, dann zahlst du das. Wenn du kein Geld hast, dann zahlst du es halt in Raten. Und ja, ich weiß, ja? Ich kenne das. Ja, aber irgendwas, dass die Leute merken, hey, ich habe Scheiße gebaut, ne? Das kann nicht so sein. Ja, man muss das doch im Kopf kriegen, ey, ich habe Mist gebaut jetzt, ne? Das ist jetzt ein bisschen zu krass gewesen, was ich da gemacht habe. Ich meine, sonst lernen die Leute doch nicht. Mhm. Ja, sonst machen die doch immer weiter. Hast du doch gesehen, die haben ja nach einem Jahr, haben die ja trotzdem weitergemacht. Die haben ja ein Jahr lang, haben sie die ja da nochmal ruhen lassen und dann haben sie das ja nochmal, im Übrigen gerade recht. Arena. Ja, Aufstieg Seite ändern, ne? Ja, habe ich gemacht. Ja, bevor ich vor der Feldins Arena ist ein Team. Weil ich habe auch das Gefühl, dass so ein Dreckspack wie die Leute da waren, dass die überhaupt nicht mehr lernen werden. Also die sind einfach zu dumm. Ja, die sind zu dumm für diese Menschheit und die werden wahrscheinlich nie lernen, dass die irgendwie da Scheiße gebaut haben. Ich meine, die haben ja direkt den Krankenschein genommen. Am nächsten Tag haben gemerkt, oh Scheiße, ich war gerade im Fernsehen. Ja, auch wenn sie ja da verpixelt waren. Trotzdem. Wenn einer verpixelt ist, dann kennt man trotzdem seine Kollegen. Man weiß trotzdem, wer mit wem zu tun gehabt hat. Und na sicher. Doch klar, dass das rauskommt, ne? Auch wenn das verpixelt ist. Ich bin Feldins Arena abgefahren. Nee, ich stehe noch. Also ganz, ganz schlimm so ein Verhalten. Und ich wünsche keinen Menschen, dass man später auch in der Altenpflege, dass man so einen Pfleger kriegt. Also also ich war schon echt schockiert, was da abgegangen ist. So, ich bin Feldins Arena raus, ne? Ich fahre jetzt gerade 70. Fahre an den Endgleisen für den Schienen, für die Feldins Arena vorbei. Welche Tasten waren das nochmal, um zu wechseln? Weißt du das? Was? Was willst du wechseln? Ah, 1 und 2. Du kannst quasi die Türsteuerung auf den Tasten ändern, da brauchst du nicht raufklicken. Ach so. Hoppala. So, hier sind übrigens die ganzen Haltebuchten von der 302, wenn die quasi die Einsatzwagen haben und da ihre Pause machen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel ist und da fällt die Sache da oder eine Veranstaltung oder so. So, ich bin Berger See. Jo, das war ein rotes Signal. Eben gerade 70 km/h angezeigt, ich fahre 70 und da ist ein rotes Signal.
Lichtenberger See, oder was? Mhm. Oh, 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 oh. Kein Problem. So, nächster Halt ist dann Buhr Rathaus. Bergmannshall wird aufgrund von Baustellenarbeiten nicht angefahren. Ach so, so nennt man das. Ja, sicher. Der Rätefahrgäste aufgrund von Bauarbeiten am Bergmannshall fährt diese Straßenbahn nicht dort. Alternativ nutzen Sie bitte die Linie 380. Und 81. Ja. Ja. Ja, sagt er. In Realität 380. So. Ja, 81 auch. Nein, 81 fährt nie am Bergmannshall. Nein, never ever. Nee, die kommt von hinten rum, ne? Richtig! Naja. Ich hab Rot am Bergmannshall. Ich nicht. Warum hat er mir den Radar B angezeigt und geleuchtet? Ja, da war ein T irgendwo. Weil ich habe keine Zwangsbremsung gehalten. Ja, kriegst du auch nur, wenn du mit Vollgas darüber fährst und eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitest. Okay, ich hatte 40. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei 50 war die Grenze. Also wenn du mit 50 und Vollgas darüber bretterst, dann kriegst du eine gemischt. Das hat sich so angehört wie das Rivas-Piepen, weißt du? Ja, ja. Das piept aber richtig laut. So, ja. Ja, war dasselbe Piepen. Ich bin gerade mit leichtem Gas quasi um 40 wieder am T vorbeigefahren. So, nächste Haltestelle Buhr Rathaus, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, Blinker setzen. Oh, ich habe grüne Welle. Oh, ich habe hier jetzt eine nach der anderen hier rot, habe ich das Gefühl. Ah, nicht nur du musst dein Glück haben. Auch ich darf mal Glück haben. Ja, auf jeden Fall hatte ich Glück, ne? Auf der Rückfahrt, ja. Du. So sieht's aus, ey. Ich habe schon wieder grün, das ist gut. Meine Damen und Herren, die Linie endet hier am Burg Rathaus. Bitte steigen Sie alle aus. Vergessen Sie nicht Ihre mitgebrachten Gegenstände. Ach ja, die Einfahrt in Burg Rathaus ist immer so schön. Mhm. So, einmal klingeln vor Abfahrt. Ein grünes Signal. Jetzt ist die Frage weg. Zuerst grün. 301 oder 302? Weiche steht noch für die Linie 302. So, jetzt geht's in die Rechtskurve. Schön. Oh, 003. Perfekt. Oh, die haben sich beschwert bei mir. Ich bin doch noch zu schnell gefahren. Ich auch. So, Ausstieg. Draußen? Ja. Doch, ist alle raus. Gut, Blinker wieder einfahren, Türen schließen. Ja, war doch eine gute Fahrt, oder? Ja. Ruhig immer so sein. Auch sehr entspannt. War jetzt nicht irgendwie, dass wir nur hetzen mussten. So, ich fahre jetzt ins Kerngleis rein. Ich bin schon drin. So, ich sag schon mal Tschüss. Ne? Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir euch so ein bisschen weiterhelfen konnten mit der veränderten Linienführung von der 302. Und wir sagen bis zum nächsten Video, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, bis.
bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Perfekt.